der Ansar ist ein Name für die Aus und die Khazraj, die in Medina ansässig waren. Sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam gebeten um die Sadaqat und die Gaben. Und er hat ihnen zweimal gegeben, beim dritten Mal war nichts mehr übrig geblieben. Das erinnert uns an eine Eigenschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie es auch in anderen Texten vorkommt, dass er niemals um etwas gebeten wurde, das er dann abgelehnt hätte. Er hat niemals eine Bitte abgewiesen oder abgelehnt. Aber wir sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Leuten, die ihnen die Bitte hier gestellt haben, auf eine ganz höfliche Art und Weise, nicht angreifende Art und Weise erklärt, dass es einen besseren Ausweg dazu gibt. Einen besseren Ausweg, als um zu fragen und zu bitten. Aber schaut mal, wie er das gesagt hat. Schaut euch mal die Reihenfolge an, wie er das ausgesprochen hat, wie er ihnen das vermittelt hat. Es macht einen Unterschied, wenn jemand zu dir kommt und dich um etwas bittet, dass du ihm erstmal ein paar rügende Worte sagst. Du sagst ihm ein paar rügende Worte und dann gibst du ihm das, was er dich gebeten hat. Macht das einen Unterschied oder nicht? Das macht einen Unterschied. Diese Person wird sich schon beim Nehmen wird sie sich unwohl fühlen. Er musste sich erstmal ein paar Sachen anhören. Die zweite Sache ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es nicht beim ersten Mal gesagt und auch nicht beim zweiten Mal, beim dritten Mal, wo er nichts mehr hatte, um ihn zu geben. Dann hat er ihnen gesagt, und auch hier, wie er ihnen das vermittelt hat, erstmal einige besänftigende Worte oder harmonische Begriffe, die er ausgesprochen hat. Er sagte, wenn das, was ich habe, was ich besitze, werde ich euch nicht vorenthalten. Das schafft sozusagen diese, das drückt Sympathie aus. Und danach aber, um ihnen zu zeigen, möchte ihnen sagen, ich habe Sympathie zu euch, aber trotzdem möchte ich euch was anderes sagen. Trotzdem möchte ich euch auch darstellen, dass es einen anderen Weg gibt, der besser ist, als dass ihr immer wieder zu mir kommt und mich um etwas bittet. Und dann sagte er, man yasta'fif yu'iffahullah. Al-Iffa ist eigentlich die Enthaltsamkeit. Das heißt, wer begehrt, enthaltsam zu sein, oder yasta'fif, yani wer sich anstrengt und bemüht, enthaltsam zu sein, dem wird Allah Ta'ala Enthaltsamkeit schenken. Was heißt das? Yani, er wird ihm das leicht machen, ihm ermöglichen. Und genauso bei den nächsten zwei Teilen, man yasbir, yusabbirhu Allah. Wer Geduld übt, dem gibt Allah Geduld. Wer sich zufrieden gibt mit dem, was er hat, beziehungsweise wer versucht, seine Begierden und seine Gier zu zügeln, den wird Allah Ta'ala Reichtum geben. Yughnihillah. Reichtum, hiermit ist nicht Reichtum gemeint im materiellen Sinne. Der größte Reichtum ist nämlich das Reichtum des Herzens. Jemand, der reich im Herzen ist, der kann nicht verarmen. Wer aber arm im Herzen ist, den macht auch das materielle Reichtum nicht reich. Seine Begierden sind nämlich ständig da und verlangen und fordern ihm ständig ein, sein Hab und Gut zu erweitern. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte in einem Hadith, "Laysa al-ghina bi kathrati al-arad, walakin ghina al-ghina ghina al-nafs oder ghina al-qalb", ja, hakada taqriban. Er sagte, der Reichtum ist nicht der physische Reichtum. Reichtum ist nicht der physische Reichtum. Reichtum ist das Reichtum des Herzens oder des Geistes. Deswegen gibt es in dem Arabischen ein Sprichwort, das sagt, Al-Qana'atu kanzun la yanfad. Die Qana'a, das heißt die Enthaltsamkeit, Genügsamkeit ist ein Schatz, der nie aufgebraucht wird. Genügsamkeit, also dieses Gefühl zu haben, dass das, was man hat, einem genügt, das ist Reichtum. Das ist eigentlich der Reichtum. Jedenfalls, der Hadith lehrt uns eine ganz interessante Sache auf. Jeder erste Schritt muss vom Menschen selbst kommen. Jeder erste Schritt
muss vom Menschen selbst kommen. Deswegen sagt der Prophet das dreimal, er wiederholt es dreimal, in drei verschiedenen Handlungen. Man yasta'fif yu'iffahullah. Wer sich in Enthaltsamkeit übt, das heißt, er strengt sich dazu an, er bemüht sich, er ist gewollt, er hat den Willen. Die Folge davon, yu'iffahullah. Dem gibt Allah Ta'ala Enthaltsamkeit. Dann erwähnt er das auch bei dem Reichtum. Und man yastaghni, wer sich in Genügsamkeit übt, dem gibt Allah Genügsamkeit. Drittens, wo man yasbir yusabbirullah, und wer sich in Geduld übt, dem gibt Allah Ta'ala Geduld. Das heißt, es ist immer ein erster Schritt notwendig. Du musst einen Schritt zu Allah Ta'ala laufen, und er kommt dir entgegen. Er kommt dir mehrere Schritte entgegen. Aber du musst immer den ersten Schritt machen. Der beginnt mit der Entschlossenheit, mit dem festen Willen. Na,